Freunde, Dragon Ball Legends dribbelt sich selbst einfach aus mit eigenen Leaks. Freunde, so kurz vor dem Release and Stuff, weniger als 2 Tage, eskaliert Social Media gerade komplett. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video, Freunde, wovon rede ich? Leute, wenn ihr einfach bei euch im App Store reingeht, im deutschen App Store, okay? Und da dann zu der Spielesektion geht. Und wenn ihr dann zur Seite swipet, Leute, und wenn da dann Legends kommt, dann gebt euch einfach, was da dick und fett angezeigt wird. Dragon Ball Legends Jubiläumsevent, ein Hoch auf unser 4. Jubiläum. Einfach eiskalt, dick und fett ist Ui Goku abgebildet. Die tun sich einfach selbst offiziell austribbeln mit eigenen Leaks. Also natürlich nicht selbst, aber da hat irgendjemand von App Store Käse gebaut. Das sollte doch niemals jetzt schon zu sehen sein. Niemals. Also ich bin mir ziemlich... Also keine Ahnung, was da geht und was da eben nicht geht. Aber es ist immer bei den UI, ne? Bei UI Sign war es genauso. Da gab es genauso einen App Store Leak. Keiner weiß, Leute, könnte Propaganda sein oder so, um einfach alle heiß zu machen. Aber ich meine, genau deswegen hat man noch Reveals and Stuff. Ob so oder so, schon erstaunlich, was für ein Hype. Was für ein Hype am Start ist, so kurz vor dem Jubiläum. Und ich feiere es. Ich feiere es brutal. Mit Ui Goku, definitiv, Mann. Also, wir hatten schon letztens Spoiler und Leaks mit Ui Goku. Mit dieser Social Media Campaign. Das war dann selbst verschwendet von Legends, definitiv. Weil das war einfach die eigene Homepage, die sie kreiert haben. Das ist jetzt so natürlich nicht direkt selbst verschuldet, aber ich meine. Ey, was? Was zum Teufel ist hier los, ey? Wirklich, was zum Teufel ist hier los? So kurz, ich habe noch ein bisschen mehr. Ich habe noch ein bisschen mehr, aber das, was wir uns jetzt angucken, da bin ich ein bisschen skeptisch. Das aber ist definitiv offiziell. Ich werde mir trotzdem das Reveals and Stuff am Samstag um 4 Uhr morgens angucken, Freunde, twitch.tv/OzoTheStones. Definitiv, das will ich sehen. Da wird ja noch einiges mehr gesagt zum Jubiläum, zu den Events und so fort. Mal gespannt, welche Charaktere noch gezeigt werden. Wir haben noch ein paar Teaser bekommen. Tenshinhan, Krillin, Goku, so Bilder. Heute noch eins zu Ribrian oder so ein Schmetterling-Teaser. Da bin ich sehr darauf gespannt, im Prinzip, was da noch geben wird und was nicht. Und in Bezug auf... Normal sollten das Zeitcharaktere sein, so wie letzter mit Gogeta und Samas. Das, was ich jetzt aber jetzt ansprechen werde, da bin ich ein bisschen skeptisch. Was meine ich? Leute, guck mal, schaut an, Pochetta. Der macht das schon wirklich seit jeher gut mit den Infos und Anführungsstrichen Leaks, sag ich mal. Das mit Goku hier oben ist für mich offiziell legit. LFU, also ein Ui Goku wird auf jeden Fall kommen. Wir wissen noch nicht, oder steht hier irgendwie dran, dass der... Also LF Ui Goku wird safe kommen, ne? Und ich denke, das ist ein Sparking LF Ui Goku und kein Ultra LF Ui Goku. Aber ey, yo. Also ja, das sehen wir dann spätestens am Samstag. Auch wenn ich mir damals einen Ultra-LF-Ui-Goku gewünscht habe, hat es für mich doch nicht so eine Eile und die sollen erstmal ein Sparking-LF-Ui-Goku raushauen. Was ist aber das hier? Eigentlich sollte ich mich brutal freuen als Vegeta-Fan, aber ich sag's euch, wie es ist. Ich hoffe und bete nicht, dass das der Nebencharakter zu... der Gegenspieler zu Ui-Goku ist, also der... zweite Jubiläums-LF. Kurzes Update zu diesem Vegeta, und zwar ist er kein LF, wie ich es mir dachte. Es wurde anfangs falsch übersetzt, das wollte ich eigentlich im Laufe des Videos noch ansprechen weiterhin, aber es hat sich herausgestellt, er ist kein LF-Charakter und er hat so oder so für mich 1%-Vibes gehabt. Aber ey, wenn er als 1% Transforming Unit kommt mit Goku in seinem Banner, dann nehme ich das an der Stelle auf jeden Fall definitiv an. Aber trotzdem, gerade das mit Vegeta mit Vorsicht betrachten, weil ich weiß, indem ich das Ganze aufnehme, nicht, woher diese Bilder kommen. An sich fliegen gerade links und rechts ein paar Leaks rum, deswegen, ja, genießt das mit großer Vorsicht. Aber dieser Vegeta, vor allem sein Artwork, sieht für mich halt crazy legit aus. Aber ich halte es hier nochmal fest, Freunde, er ist nicht der zweite Hauptcharakter, der zweite LF vom Jubiläum, sondern höchstwahrscheinlich ein 1% Nebencharakter im Banner von Ui Goku. Indem ich das Ganze aufnehme, weiß ich nicht, woher dieses Bild kommt, ne? Das sieht aber verdammt nochmal echt aus. Kann gut sein, dass in ein, zwei verschiedenen Stores oder in dem Google Play Store auch das Bild erschienen ist oder in ein, zwei Regionen oder so, weil das von Ui Goku wird einfach überall gezeigt, sogar bei uns im deutschen Store. Das, Freunde, ganz ehrlich,
Wenn ich jetzt bis zum Hochladen des Videos weiß, wo er das Bild kommt, lasse ich es euch im angepinnten Kommentar wissen oder am Ende des Videos. Wenn nicht und ihr es herauskriegt, lasst es mich und uns bitte in den Kommentaren wissen. Und was wir auch noch bekommen haben, waren Tags zu dem Reveals and Stuff, also zu dem YouTube Upload dann, zu dem Livestream quasi. Da geben die natürlich dem Video Tags. In den Tags wurden Goku, Vegeta und Gogeta genannt. Aber ich bin ehrlich zu euch, das hat für mich überhaupt nichts zu heißen. Weil ich selbst setze auch in meine Videos auch Tags zum Beispiel. Und ist ja nur logisch, wenn ein Dragon Ball und Bandai Game, die ein fettes Jubiläum feiern, dass in ihre Tags Begriffe reindonnern, die viel gesucht werden von der Community. Und dazu gehört Gogeta definitiv dazu und Goku und Vegeta. Und vor allem ist in den Tags auch Dokkan. Also, das wollte ich euch nur mal sagen. Das hat für mich Standpunkt jetzt wirklich überhaupt nichts zu heißen. Könnte natürlich was heißen, aber meiner Meinung nach aktuell eher nicht. Okay, nochmal ein kurzes Update zu diesem Thema meinerseits. Denn erst nachdem ich das Video gedreht habe, wurde das mit Vegeta richtiggestellt, dass er kein LF ist. Das heißt, im Raum steht immer noch offen, wer der zweite LF-Charakter zu Goku als Gegenspieler sein wird. Nehmen wir mal an, rein potenziell ist es ein LF-Tag-Switch vierfacher Goku und Vegeta. Und nehmen wir mal an, diese Tags des Videos haben also doch was zu heißen. Also genau deswegen steht da Goku, Vegeta und Gogeta dran und zum Beispiel kein Vegito, weil, nehmen wir mal an, dieser besagte Tag-Switch LF-Vierfacher Goku und Vegeta fusioniert sich in ihrem Legendary Finish zu Gogeta und haut uns einen richtig geilen Legendary Finish raus. Leute, wenn das kommt, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Dann würde das mit den Tags tatsächlich doch Sinn machen. Boah, das wäre wirklich heftig. Lasst ihr mich gerne wissen, wie ihr das findet, Freunde. Es bleibt sehr spannend. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace. After I'm done, next time you ain't won't be around.